Rache! Jetzt, wissen wir ja, worauf wir uns vorbereiten müssen. Farbband weg. Ja, Munition brauche ich. Ein Kraut könnte ich mitnehmen. Hey. So. Mehr Muni habe ich nicht. Nein. Aber was ich machen könnte, ist schon mal ein bisschen Kraut kombinieren. Dann kann ich mir nämlich nochmal ein Kreuzschild mitnehmen und mich damit heilen. Verwenden. Und dann mit der Munition, die ich jetzt gerade habe, die ich ja nicht verballert habe. Wo bin ich gerade nochmal? Am Arsch der Welt. Aber passt ja. Dann geht's jetzt auf zum Schlangenraum. Da bin ich doch mal gespannt, ob wir das jetzt da ich ja weiß, was dahinter steckt mit dem Schlüssel und so ein bisschen Vorbereitung getroffen habe, wie gut ich das überleben werde. Außer gleich kommt wieder so ein Überraschungszombie, wie der in der oberen Etage. Der meinte keinen Mucks zu machen und mich dann einfach mal eben so derbst auf tot runterzuhauen. Schön wäre es mal so eine Prozentzahl zu kriegen, wie viel man schon gemacht hat und ja geschafft hat. Gehe ich jetzt auch wirklich da oben durch die Tür? Ich glaube ja. Vielleicht habe ich die Schlange. Ey! Die Schlange auch ein bisschen mehr mit Pistolenmunition. Ups, das war ja hinten die Tür. Ups, Entschuldigung. So, rechte Seite müsste ich durchkommen. Jawohl. Durch. Ich versuche jetzt auch einfach durchzugehen an den Türen. Nur mal sicher gehe ich trotzdem. Weil wenn diese Kakerlake mich jetzt direkt anspringt, habe ich so ein Problem. Knecht lieber direkt ab. Nö. Damit habe ich jetzt nur noch einen Schuss. Weniger. Und ich hoffe, das ist dein Feld. Ja, kann ich das skippen? Nein, kann ich nicht. Ekelhaftes Viech. Okay, der Schuss ging. Voll daneben. Ach du Mistviech. Nein. Jetzt. Oh, geht ja noch. Was? Haut ab. Ernsthaft? Ungezieferbekämpfer. Gibt es hier in dem Raum noch irgendwas anderes? Ja. Noch was? Jetzt bin ich erstmal vergiftet. Kacke. Na, steht er jetzt auch noch hier. Ah, weil wir vergiftet sind. Chris! I need serum. Serum? I remember seeing it. I'll be right back. Just hang in there.
Spielen wir jetzt Rebecca. Ha. Cool. Ist sie gleich unsere Partnerin? Na, no, bestimmt nicht. Das wäre schön. Zu schön. Ich mag den. Der ist langsam sympathisch für mich, der Zombie. Keine große Gefahr. Macht keinen Ärger. Und ich dachte, ich müsste jetzt so lange rumlaufen, bis ich das blaue Kraut gefunden habe. Oder, das war das blaue, ja. Ein Rot hat einfach das nur verstärkt. Zwar weiß ich nicht, wie ein rotes Kraut noch verstärkt ein Gegengift sein soll. Vielleicht machen sie, dass man Superkraft kriegt oder so, ich weiß nicht. Oh, dann wäre das bestimmt lila geworden. Auf jeden Fall haben wir gleich einen Überraschungsbesucher bestimmt. Wo der eine eigentlich jetzt gibt. Bissen von der Schlange, also so, dass er vergiftet worden ist. Ha. Weil dann wüssten wir ja auch demnächst sie abkratzen. Okay, Fenster bleiben alle heil. So, kommt jetzt ein Movie-Scene oder ist der verschwunden? Was mit ihm? Sehr weltbewegend. Wer ist das eigentlich? Ist das Barry? Nee. Ich hätte auf. Ich hab's wieder vergessen. Scheiße. Die Scheiben werden auf jeden Fall brechen. Stimmt. Theoretisch hätte ich das erste Hilfe-Spray da reinschmeißen können. Sanitäter! Sanitäter im Einsatz. Dann kann ich mich jetzt im... Haben wir dann alle Masken? Weil dass die Schlange abgehauen ist. Ich hoffe, die kommt nicht wieder. Ich habe keinen Bock drauf. Dass sie mir nochmal in die Quere kommt. Aber in so einer großen Villa würde ich niemals leben wollen. Außer ich würde sie mir kunterbunt malen. Ja. Schwachmat. Kacke, ich hätte ihn ja abknallen können. Hätte bestimmt nicht mehr Munition gekostet. Ach, egal. Der ist friedlich. Der hat mich so selten angegriffen wie sonst was. Und jetzt kommt dieser rote Killer wieder. Nein. Das wäre mehr als Kacke. How you feeling? What happened? You were bitten by a poisonous snake and fell unconscious. Easy. Oh, my head's killing me. You should be fine, because I gave you a shot of serum. But again, don't do anything... That you wouldn't do? I'll try to remember that. I owe you one. Bravo, Rebecca. Ja, ich habe ja jetzt nur noch die Maske. Gucken wir mal, ob ich jetzt alle Masken dann zusammengetrommelt habe oder irgendwas vergessen habe. Hehehe.
Hey, ich bin an dir vorbeigeschlichen. Aber vielleicht reicht auch. Ha, wer weiß, vielleicht fällt ja jetzt irgendwas oder ich krieg direkt Besuch oder ich werde von hinten in den Arsch schlagen. Ich weiß es ja nicht. Da bin ich ganz offen noch. Für das Szenario, mir aufs Maul zu hauen. Dem, dem, diddle, dem, dem. Aber ich meine, mir fehlt noch einer, oder? Ja, danach fehlt mir noch einer. Okay. Wisch, los. Überprüfen. Ja, habe ich ja verstanden. Was mit der hier? Dann ist das doch der. Hätte es nicht viel getan. Ja, Auge, Auge um Zahn und Zahn. Da ich aber jetzt keinen Shit-Schlüssel mehr habe. Was nun? Irgendwas muss es mit diesem komischen Raum da oben auf sich haben. Aber ich frage mich, was? Ob ich dafür auch irgendwas brauche vielleicht? Sehr mysteriös. Das muss ich mir dann nochmal genauer anschauen, den Raum. Ob ich da irgendwas brauche. Aber wir haben ja nur dieses komische. Haben wir das? Nee, haben wir gar nicht mehr. Ich glaube, hab ich habe ja nur noch diese komischen Kräuter. Bin mal gespannt. Nö. Hey. Ich meine, ich muss ja erstmal nichts aktivieren. Nee, das ist jetzt wohl. Die kommen alle zurück. Das gefällt mir nicht. Nein. Was? Kann ich. Ey, cool, ich kann die schieben. Aber. Warte mal. Da sieht's aus, als wäre da noch irgendwas. Oh, ich schieb einfach alle mal zurück. Wow. Oh. Okay, anscheinend. Aber das Teil geht nicht auf. Ich schaff die hier erstmal. Aber warum ist denn das eine jetzt zurückgegangen? Ich hätte das jetzt reingeschoben. Wehe, gleich passiert hier irgendwas. Ja, erstmal mitnehmen. Brauche ich da jetzt einen Schlüssel? Oh. Was? Kombiniere ich. Das ist ein Schalter, betätigen. Nein. Okay.
Was zu... Ach cool, das ist die vierte Maske. Ja, aber ich muss schon sagen, sehr interessantes Rätsel. Was sonst hätte ich jetzt noch erwartet, dass ich da irgendwann der Schläge mit der Bombe hochgeht oder was weiß ich. Also eine harmlose Sache. Das ist doch so. Naja. Der kommt auch ein bisschen verzögert jetzt gerade die ganze Zeit. So ungefähr 5 Sekunden nachdem er mich greifen wollte. Kommt diese. Ach nee, das heißt ja, wir kämpfen ja jetzt echt gegen. Oh nee. Wir können nicht wissen, wie stark der ist. Ich laufe einfach weg. Ja. Oh, hier kommt die Killerschlange dazu. Oh mein Gott. Was ist da überhaupt drin? Spencer, der Professor da, den sie nicht mehr gehen lassen wollten. Wesker, gib mir noch Muni. Ich hab so wenig. Freddy Krüger vielleicht wieder? Nur wie im vierten Teil. Eieieiei. Jetzt geht's los. Hä? 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 Nur ein roter? Warum geht die Scheiße? Okay, das wird auch nicht erledigt. Ach komm schon. Was ist das? Nee, 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 nee. Nee. Gib's mir. Was? Gib her. Hinterlassenschaften. Das war jetzt alles. Prüfen. Aha. Was mache ich damit jetzt? Der war ja einfacher als gedacht. Was brauchte ich eigentlich da hinten nochmal? Ich hab gar keine Ahnung mehr. Warte mal, kann ich vielleicht jetzt Windschutzdings nehmen? Aber gut, dass da nochmal Munition ein bisschen gespawnt ist. Aber der hat mich auch nicht getroffen. Nee, 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 nee. So, hier war das doch, oder? Da muss es erstmal donnern dazu. Ja, und jetzt? Ich habe keinen Schlüssel. Habe ich noch einen Raum, den ich geöffnet habe, wo was drin ist? Ja. Einiges. Zwei. Ja, da oben, das ist mit dem Auge. In der Halle soll noch was sein. Und die zwei da. Dann gucken wir uns doch nochmal in der Halle richtig um. Oder geht das jetzt... Nee, das geht nicht für die ganze Ebene, oder? Gut, dass ich das Messer nicht mehr dabei habe. Sonst töte ich mal einfach die Hunde. Ah, ich glaube, ich töte die Hunde. Die Hunde sind nicht so schlecht.